Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Domekeeper. Wenn ihr das angespielt hierzu verpasst haben solltet, schaut euch das doch gerne mal an. Ich verknüpfe euch das in der Infobox und ich starte jetzt mal auf die Schnelle ein neues Spiel. Mal gucken, wie weit wir heute kommen und vor allen Dingen, ob ich das Portal dabei habe, was ich mir nach dem letzten Spielversuch, muss man sagen, reserviert habe. So, ich lasse alles so eingestellt, wie es war. Ich habe ja auch noch nichts Neues freigeschaltet. Und wieder dem Alien auf die Rübe. Auf geht's. Ja, das Portal habe ich noch. Was man, ich verrate es euch, bekommt, wenn man eine Spielrunde verliert, beziehungsweise bekommen tut man es dann nicht, aber wenn man eine Runde verliert, kann man sich einen Gegenstand mitnehmen. Wenn ich angegriffen werde. So, Ziel des Moduses ist es, ein Relikt zu finden. So, ist die Gegner schon da? Ganz, aber jetzt. So, gleich mal auf in den Kampf. Ne? Oh, der erste Angriff ist dabei immer vergleichsweise harmlos. Und ich möchte jetzt hier mein... So, die Zeitanzeige bekommen. Das ist mir das Wichtigste überhaupt. Und die Anzeige, wie viel Leben noch auf der Kuppel drauf ist. Ich habe hier schon ganz gut gefunden. Warum kann ich da nicht weiter graben? Ich wollte schon sagen. So, immer drei auf einen Streich. Reicht es vielleicht schon für ein weiteres Upgrade? Mal gucken. Dich nehme ich mit. Dich nehme ich mit. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl bei der Runde. Das hatte ich allerdings bei der letzten auch. So, Verbesserung. Ich hätte gerne... dass du stärker wirst. Bums. Das war's dann auch schon. So, erstmal bleibt es bei dem einen. Noch lohnt es sich nicht für mich, ein Portal runterzuschleppen. Das braucht ja auch ein paar Sekunden für den Transportvorgang. So, aktuelle Strategie. Alle Reihen abbauen. Und natürlich alles mitnehmen, wenn wir was finden.
Schön wäre natürlich, wenn wir in jeder Runde, etwas finden würden. Da hätte ich nichts dagegen. So, auch mal aufpassen, dass wir uns nicht überladen, sonst brauchen wir nämlich zu lange, um wieder nach oben zu kommen. So, können wir dich noch stärker machen? Das kostet 12. Sparen wir da drauf oder nehmen wir hier mal irgendwas? Und das wäre Härtung. Na gut, da habe ich noch gar nichts. Dann werde ich hier mal den... Ich nehme mal den Elektroschocker. Eine Zusatzfunktion, die wir im Kampf anwenden können. Bin mir noch nicht schlüssig, wie viel mir das in der Vergangenheit geholfen hat. F, okay. Es kann natürlich, es kann aber die Entscheidung bringen. Mann. Gut, in dem Fall war es egal. In diesem Fall war es egal, ja. Immer schon Reihe für Reihe. Mir jetzt aber nicht gesondert. Zeit ist in diesem Spiel kritisch. Deswegen keine unnötigen Wege. Ich werde hier noch ein bisschen was abbauen. Shit! So langsam! Nie aufgepasst! Das ist gerade noch mal gut gegangen. Was sag ich noch? Effizient, keine unnötigen Wege. Von wegen. So, und wieder zurück. Aber keine unnötigen Wege. Dann machen wir hier gleich auch nochmal weiter. Okay, jetzt lohnt sich's transportieren und gleich lohnt sich's wahrscheinlich auch, den Transporter mal hier runterzubringen. Vielleicht. Zumindest zum Runterbeamen. Warte mal. Nee, jetzt erstmal nicht. So, verbessern. 4. Verbessere ich mal den Bohrer. Und das war's dann auch schon wieder. Das gibt Schaden. Beziehungsweise es gibt keinen Schaden. Mein Schild hat das alles abgehalten. Ich bin begeistert. So, komm mit, Portal. So, wo setzt man dich denn hin? Hier hin.
Ach, so war das nicht geplant. So, raufbeamen ist leider nicht. Aber runterbeamen. So, euch gehe ich hier noch holen. Zumindest mal ein Stück hochholen. Mal nebenbei noch ein bisschen was wegbumsen hier. Im Notfall könnte ich jetzt hier auch alles von mir schmeißen und das Portal benutzen. Aber ich denke, das passt zeitlich. Gerade so. So, mit 5 können wir nichts verbessern. Ich will den Strahl nochmal verbessern. Mit 12 Punkten, sobald das geht. Scheiß auf die Geschwindigkeit. Das lief außerordentlich gut. Gut, ich hätte mich jetzt runterbeamen können, habe ich nicht gemacht. So, zurück mit euch. Diese Runde wohl gut geht, ob ich gewinnen werde. Könnt eure Wetten gerne schon mal kurz anhalten. Ah ja, also nicht die Wetten anhalten. Spiel kurz anhalten und eure Wetten in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Das lief gut. Da habe ich, glaube ich, noch keinerlei Material, mit dem ich meine Kuppel oder so reparieren könnte. Was liegt hier noch? Liegt hier was? Nein, nein. 3 Stück möchte ich mitnehmen. Nur 3. So, warte mal, jetzt will ich dich nochmal mitnehmen. E? Ah, nee. Ach. Aufnehmen wollte ich. Ich vertue mich da immer mit den Knöpfen. Na, jetzt ist egal. So, ich möchte den besseren Strahler haben. 12 kostet der. Da sind wir noch nicht. Okay, die Wellen sind auch ein bisschen zufallsgesteuert. So, mit Q war es, ne? Nee. Q? Space? Nee, verdammt. Wie kann ich das denn wieder aufnehmen? Ich muss irgendwas gedrückt halten, ne? Ich vertändle gerade ohne Ende Zeit. Vielleicht Q gedrückt halten? Space gedrückt halten? Ja.
So, runter da mit dir. Nee, das reicht zeitlich wieder nicht. 11. Ah, einer fehlt noch. Okay. Zumindest bin ich mal rechtzeitig da. Sehr gut. So, und gleich an der richtigen Stelle, um weiteres Material zu bergen. Zum Glück kommt man hier im Spiel ab und zu mal in den Pausenmodus, zumindest wenn man an dem Terminal dran ist. Dass man sich hier nicht durchgehend stressen lassen muss. Oh, bis jetzt noch kein Relikt gefunden oder so. In dieser Runde. Okay, wir müssen zurück. Der Weg ist weit. Okay, der Elektroschocker alleine hat den Gegner platt gemacht. Finde ich gut. Können wir hier noch weiter graben, aber bald wird der Weg zu weit. Beziehungsweise zum Graben wird der Weg natürlich nie zu weit. Der Rückweg. Der macht mir dann Sorgen. Ja, wir können natürlich auch graben, bis die Zeit kurz vor sie abgelaufen ist. Und dann das Portal nehmen. Das ergibt bestimmt auch Sinn. Ich würde das Portal nämlich mal wieder mitnehmen. Q gedrückt halten. Nein, Space gedrückt halten. Ja. So, dann gleich mal hier in der Richtung weitermachen. So, Q. P. Schön, dass man das mitnehmen kann, das Portal. So, der Gegner ist schon da. Ich kann trotzdem noch Verbesserungen vornehmen. Ah, das reicht immer noch nicht. Hat gut funktioniert. So, gar nicht lange aufhalten lassen. Graben, graben, graben.
So, jetzt kann der Strahl auf jeden Fall verbessert werden. Na komm, schaffen wir noch einmal. Jawohl. Ach, sehr gut austariert das Spiel darauf. So. Ein paar Besserungen. Ein fetter Strahl, bitte. Ich hätte jetzt auch gesagt, noch einmal schneller machen. Dann mache ich mich ein bisschen schneller. Tragkraft können wir noch ein anderes Mal erhöhen. Jetzt gilt es erstmal wieder, eine Welle abzuwehren. Uiuiui, ganz schön was los hier. Jetzt kostet es mich doch Kuppelenergie. Und schon, wir finden doch hier bestimmt noch mehr. Ein Relikt bisher. Taktik mal ein bisschen anpassen. Da ist noch was. Los. Was jetzt? Gewitter. So, mit den dreien hier kann ich erstmal gar nichts machen. Das schaffen wir. Sehr gut. Ah. Nicht das Hauptrelikt. Aber was Brauchbares, glaube ich. Hoffe ich. Da können wir uns jetzt irgendwas aussuchen. Glaube ich. Hoffe ich. Oh, roter Regen. So, Bohrbär, den haben wir schon ausprobiert. Kobaltschredder und Wollmantin Aufzug, das ist neu. Installiert einen automatischen Aufzug, der abgebaute Ressourcen zur weiteren Verarbeitung in die Kuppel transportiert. Das hört sich toll an. Dann können wir den Transporter nämlich rein nur für uns verwenden. Und der Aufzug macht den Rest. Das will ich mal ausprobieren. Der Aufzug. Cool. Der automatisch in der Mitte runtergeht. So, komm, rein. Und was ist jetzt hier mit automatisch transportieren? Muss ich noch irgendwas tun?
Ist das da diese Blase, die automatisch rauf und runter fährt und die Sachen mitnimmt? Shit! Nicht, dass ich mir jetzt das Spiel versaut habe. Von lauter Begeisterung über den Aufzug. Boah, da habe ich aber Glück gehabt, dass das geklappt hat. Mein lieber Herr Gesangsverein. Okay, Aufzug finde ich super. Das kann auch nicht so ewig viel mitnehmen. Aber ist ja egal. So, du rein in den Aufzug. Gar nicht so doof, das Ding. Sache ist nur, wo könnte denn das gesuchte Relikt sein? Das ist immer so eine Sache, ne? Ich würde dich gerne weiter runter transportieren. Nee, Space gedrückt halten, sowas. Komm. Q, E. Oh. Oh. Okay, jetzt ist Reparieren angesagt. Zum Glück habe ich die Möglichkeit, ein bisschen zu reparieren. Trotzdem nichts dagegen, eine Runde zu gewinnen, mal. Im Domekeeper. Wo weit runter kommen wir denn hier? Was kommen denn hier noch für Schichten? Unfassbar. Ob ich da hin muss, ist eine ganz andere Frage. Jedenfalls geht der Fahrstuhl hier nur ganz gerade runter. Vielleicht bin ich hier auch an der völlig falschen Stelle unterwegs. Möglich ist das. Hier ist wieder was. Das holen wir uns aber gleich erst. So, Verbesserung. Kann ich denn den Schild vielleicht mal verbessern? So, was macht es hier? Erhöht die Schadensmenge, die der Koppelschild absorbieren kann. Mich doch noch mal reparieren.
Okay. Das hat noch ganz gut funktioniert. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was das hier kann, ist das das gesuchte Relikt? Oder müssen wir gleich noch weitersuchen? Zumindest weiß ich anhand des Aufzugs auch genau, wo ich lang muss. Das ist auch nicht schlecht. Wähle ein Gadget. So was mit der Sprengung, das haben wir schon mal angespielt geguckt, will ich nicht. Das bedeutet, ich nehme den Bohrbert. So, bist du soweit? Kann ich dich mitnehmen? Ja. Dich lasse ich mal hier abbauen. Du kommst schon irgendwie klar, ne? Oder sind das die Relikte, die ich finden muss? Nur eine gewisse Anzahl. Kann natürlich sein. Muss zurück. Schon Schaden. Shit, das war nicht lang genug. Oh Mann. So, ich will mal gucken. Boah, noch mehr reparieren, ja. Bitte. Kommt auf jeden Fall da an, wo es geschreddert wird. Das dauert nur ein bisschen. Ich will mich mal nicht beschweren. So muss ich das Zeug wenigstens nicht selber hochtragen. Kann mich hier ganz auf das Abbauen konzentrieren. So, hier ist ja unwahrscheinlich, dass da irgendwas ist. Ich brauche mehr Reparaturmaterial. Ich grabe hier wild durch die Gegend. Oh yeah. Ich muss zurück. Mal bitte rechtzeitig. So, roter Regen. Lässt sich irgendwas machen? Was könnte das denn? Ja, Nahkampfschadensreduzierung ist auch nicht schlecht, ne? Wie sieht es denn mit der Kuppelstärke aus? Ah, da fehlt mir was dazu. Aber was kann ist hier? Manuell den Schild maximieren. Das mache ich mal. Ich mache das mal. Ich glaube, das ist nur so ein Einmaleffekt, aber. Oh ja, was kommen denn da für Viecher? Oh Mann, gut, dass ich das Schild verstärkt habe. Ob mir das aber was bringt. Oh Mann. Oft halte ich das nicht mehr aus. So, du bitte mal richtig hier rein.
1, 2, 3. So. 1, 2. Bring auch welche selber nach oben. Na, liegst du richtig im Fahrstuhl? Ich will's doch hoffen. So, und euch möchte ich manuell nach oben bringen. Na, von möchten kann nicht die Rede sein. Aber es geht ja nun doch ein kleines bisschen schneller. So, 13. So, Schildstärke. Ja, muss ja. Und nochmal was in Reparatur. Ja, das war's schon. Energiegeschosse abfangen, das ist natürlich heftig. Ja, mal gucken, ob wir vielleicht noch eine Angriffswelle überleben. Eieiei. Die machen leider sehr viel Kuppelschaden, diese Viecher. Hat aber mal so gerade noch geklappt. Also wenn ich nichts zum Reparieren finde, haben wir es gleich hinter uns. Das überleben wir keine weitere Runde. Fürchte ich. Robert, aufwachen. Richtung ändern. Schon. Wir haben was zum Reparieren gefunden. Rettet uns das in die nächste Runde? Lasst gerne so oder so mal einen Daumen nach oben da. Und Abo und Glöckchen klingeln und so. Dann seht ihr nämlich auch, wenn es weitergeht mit Domekeeper oder anderen Spielen. So. Alles, was geht. Hätte schlechter laufen können. So, wo war denn der Vorrat, den ich da gefunden hatte? Aha, da. So, rein in den Fahrstuhl. Und 3 bringe ich selber zurück. Vorher noch mal ein bisschen hier bohren. Vielleicht findet sich ja unverhofft hier noch was.
Aber ich kann mir, glaube ich, nicht leisten, hier nochmal zu spät zu kommen. Temperatur ist voll ausgereizt. Bevor ich nicht noch weitere Elemente finde. Meine Güte. So, 17. So, pass mal auf. Wie können wir die Kuppel noch verstärken? Gar nicht. Kuppeloberfläche härten, das hätte ich mir früher überlegen müssen. So, was macht das hier? Strukturelle Integrität erhöhen. Ja, möchte ich. Traglast erhöhen? Nee. So, Schild. Mist, da fehlt mir eins für die maximale Kuppelstärke. Was macht das hier? Hält lange an, wenn er aktiviert wurde. Nachdem dein Schild keine Energie mehr hat. Was macht er hier? Was können wir hier noch machen? Manuell maximieren. Wenn du ein Schild überlädst, verlängert er alle Kampffähigkeiten, die du in der nächsten Angriffswelle nutzt. Was kannst du? Überladungsstärke. Aber ich will ihn ja nicht überladen. Oder will ich ihn doch überladen? In der nächsten Angriffswelle. Komm, ich butter das einfach mal da rein. So, Hals- und Beinbruch. Schild ist weg. Tja, und die Wächtereule macht weiterhin nichts. Und weiß der Pilz, was der Bohrbert macht? Da ist Bobert. Und wo gräbst du hin? Das machst du gut. So, hier haben wir Wasser. Und hier, Mensch. Mal gerade gar nichts. Da hat auch der Elektroschock nicht viel geholfen.
Das war's. Kuppel kaputt. Erneut. Das auf normalem Schwierigkeitsgrad. Was mache ich nur falsch? Ich werde es sicherlich irgendwann herausfinden. So, was behalte ich? Ich will den Aufzug behalten. Der hat mir jetzt mit am besten gefallen. Und ja, wie ich mich dann mit dem Aufzug als Startgadget schlage, das schauen wir uns dann gemeinsam in der nächsten Runde an. Bis hierher bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.